Hi Leute, weiter geht's mit unserer Questreihe Echo der Marsche. Während die Flut der Gefahr sich zurückzieht, erscheint Xinju ruhig und lebendig, aber jenseits seiner Grenzen liegt ein heftiges und verzweifeltes Schlachtfeld. Ich bin mal gespannt, was uns hier noch erwartet. Ich frage mich auch, wie ich da hinkomme. Ah, hier unten durch. Die Story ist schon mal sehr interessant. Ich hoffe, dass wir endlich mal durchkommen, damit wir ein bisschen was erleben können. Die Spannung muss aufgebaut werden. Mrs. Panua, good morning. 3 bowls of extra spicy noodles, please. Jawohl. What did I tell ya? Nothing beats a bowl of spicy noodles in the morning. War richtig lecker. Ich habe noch keinen Bissen genommen. Bajer's locked herself in the lab again. Hasn't left since yesterday. Bet we won't see her till she's done with her. No wait. Since you're the subject of that research, we could use you as bait to lure her out. And with just a few tucks of the rope, I bet every researcher will come running at you with Bajer leading the pack. Hey, now that we figured out the sugar pearl and the sundial, left is that weird leaf and run-of-the-mill mango stick. So it only took us one trip to the academy to solve half of our problems. Either Rover's really smart, or Madam Magistrate was gonna make it easy for us to begin with. What's our next plan of action, Rover? Wir haben noch 2 Tage, wir können genauso gut warten. Yes, that may work too. Erzähle ihnen von dem Thomas Lattes. The dark-haired girl. An inverted etheric sea, and the resonance cord flowing from your tacit mark. And you said it was flowing in a certain direction, pointing. You've never mentioned etheric sea and resonance cords in your dream. Perhaps it was more than just a dream. That girl might be the key to recovering your memories. Madam Magistrate's information. It's a site of the Threnodian War and the source of all TD outbreaks. It's a no-go for me if you're leaving the city. My shift's coming up. I believe in ya. Without a doubt. Hey, können wir auch selbst kochen? Neue Funktion freigeschaltet. Nimm an verschiedenen Aktivitäten auf dem Land von Solaris teil, um Belohnung zu verdienen. Oh. Ah, hier. Oh, nice. Nehmen wir direkt mit. Was haben wir hier noch so? Figuren probieren. Kennen wir. Erweckungsreise. Ah, wir müssen die Allianzstufe erhöhen, um diese Belohnung zu erhalten. Auch geil. Erkundungsmeister. 5-Sterne-Waffen voll. Erreiche Allianzstufe 45 und hole es in der Erweckungsreise ab. Melde dich am 5. Tag bei Geschenk des 1000. Okay, hier sind einige Sachen. Meilensteine, die danach kann man das auch einlösen. Also, nächste 7 Tage ist auf jeden Fall sehr nice. Wir bekommen Belohnungen. Dann, hier können wir Einheiten testen. Was wir machen werden, ich will Gian unbedingt mal testen. Komm, let's go. Wenn normale Angriff und Endoskill das Ziel treffen, wird die Kraftanzeige wiederhergestellt. Smaragdsturm. Okay. Schwerer Angriff. Ja. Werden auch die Fähigkeiten von ihm angezeigt? Nein, anscheinend nicht. Egal. Kämpfen wir mal. Schwerer Angriff war das jetzt. Boah, geil. So, jetzt einmal die Q-Attacke. Oh mein Gott, einfach ein Gorilla. So, die E-Attacke. Auch geil. Jetzt mal auf die R-Attacke gespannt. Also die Spezialfähigkeit. Also ich muss die ganze Zeit an Wu-Tau denken. Tau in männlich. Aber die Attacken sehen auf jeden Fall viel besser aus. Schaut euch das mal an. Ich muss sagen, die Attacken sehen echt geil aus. Und dieses Mixen mit den Echos, das ist sensationell. So, killen wir den. Und danach machen wir die Spezialfähigkeit, wenn die neue Truppe kommt. Hier, zack. Geil. Oh mein Gott, was geht denn ab? Wie krank. Okay, ich muss ihn haben. Ich muss ihn haben, Alter. Wo ist meine Kreditkarte? Auf jeden Fall werden wir den Pullen, Alter. Definitiv, ich will den haben. Geil.
Geile Attacke. Die Attacke hat mich überzeugt. Die Attacke hat mich überzeugt, Leute. Was haben wir noch? Das ist 5, das ist 4-Star. Bei 4-Star gibt es keine, wie heißt es, Astrite, sondern normale Belohnungen. Können wir später machen. Kann ich hier kochen? Doch. Nahrung kann sich in den Buffs für Resonatoren bereitstellen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Zutaten können in der Spielwelt gesammelt oder durch Kochen erhalten werden. Was können wir kochen aktuell? Erhöht den Angriff alle Teammitglieder um 100, hält 15 Minuten an. Komm, wir kochen mal. Ja, kochen ist easy. Die Gerichte sehen auch richtig nice aus. Lecker, lecker, lecker. Wir haben hier auch Fähigkeiten. Was bringt mir diese Fähigkeit? Wenn wir noch herausfinden müssen, Kochstufe. Ah. Ein Titel, den verliehen wird, die das Küchenmesser zu aufnehmen und die Reise als Koch beginnen. Ein Symbol für den ursprünglichen Wunsch jedes Kochs. Es gibt verschiedene Stufen. Und dementsprechend kann man bessere Sachen und Rezepte erlernen. Alter, wie geil ist das bitte? Also bringt das Kochen etwas? Geil. Ja, nacheinander werden wir alles rausfinden. Was haben wir hier? Machete? Oder von Machete? Lebensmittel. Ich möchte einige Zutaten. Okay, können wir Zutaten kaufen? Kennen wir? So, ab geht's. Dann fährt es rüber. Ja, klar. Instructor Yan at the training camp for extra practice and to get these enhancement items. Okay, danke. C, um die Resonanzstufe zu erhöhen und die bevorstehende Herausforderung zu meistern. Wähle Yang Yang aus. Stufenaufstieg. Automatische Auswahl. Stufe Max. Ich will aber nicht. Weil wir werden eh leveln. Mir das einfach mal. Die Dinger will ich behalten. Die Einheiten, die sind gerade eh schwach. Und wir bekommen Erfahrungspunkte für jeden Kill. Das muss die Midnight Ranges Training Camp sein. Instructor Yan ist in charge of training new recruits. Oh, okay. Jetzt haben wir über Simulation Resonanzdrang. Bin hier raus. Was ist mit dem? Hey, neuen Lust auf ein bisschen Sparring. Notwendiges Training hätte dein Geist wach. Denk daran, du hast draußen keine Chance. Bitte den Simulationsübungsplatz. Und es gibt Belohnungen. Okay. Hör ich es an. Was ist das hier? Allianz-Erfahrungspunkte. Ja, lohnt sich. Aber es kostet was. Es kostet was. Wir haben eh gerade voll. Deswegen machen wir das, oder? Also wir können Credits bekommen, Energiekerne für Waffen und Resonanzdrang zum Aufleveln der Einheiten. Okay, Kooperationsmodus noch nicht verfügbar. Herausforderung starten. Komm, wir testen es mal. Let's go. Bin ich mal gespannt. Oh, die sind stärker. Wir machen die fertig. Mach euch fertig, die Drecksäcke. Moment of Resonance. Wir haben 4 Minuten Zeit, okay. Gibt es da auch irgendwie eine Stufe oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Gekillt ist gekillt. Okay. So heilen wir, bringt uns ja fast gar nichts. Müssen wir vielleicht mal wechseln. Ah. Zeitfähigkeit. Gib ihm. Jawoll. Der letzte.
Und ciao. Hier die Belohnung? Yes. Yes. Haben wir einmal gemacht, damit wir hier wieder Punkte sammeln können. Sonst wären die flöten gegangen. Deswegen war es schon gut, dass sie es einmal gemacht haben. Jetzt können wir weiter mit der Story. Gut. Lernstufe auch noch erhöht. Level up erhalten. Deswegen wollte ich die Punkte nicht verwenden, Leute. Voll unnötig. Wir werden eh Erfahrungspunkte erhalten. Access pass is required if you're heading to the Norfolk Barrens. That place is now off limits. Oh, vergessen auf Auto zu stellen. What is your business, young lady? It's my third shift and you're still here. Oh, you must be the soldier on duty at noon yesterday. Nice to see you again. I'm a resonator and a trained martial artist. I can handle myself. Please, I need to go look for someone. I've promised the missing man's grandfather to bring him back. Would you let me through? Be that as it may, I cannot let you, given the current circumstances. My apologies. Well, everything seems fine in the city. Are things really that bad on the front lines? That's why we must stay vigilant, so people in the city can go on peacefully with their lives. Besides, General Gian is currently there at the Norfolk Barrens base. Dangerous as it is, he will keep an eye on every soldier, including the one you're looking for. We have already sent a report on your case. You could just go home and wait for the good news. What's the plan? Thank you, but I have already asked the patrol station for help and tried every method I could think of. Please let me through. Oh, die freundliche. Him, so I gotta give it my all. I understand your concern. I don't want to be a bother. Would it help if I hid my presence and stayed somewhere further away? How about 5 miles? Or maybe 100? Well, 1,000 might be too far, though. I wouldn't be able to see you clearly. Listen, nobody knows when the soldiers will return, and even if they do, you might not find the one you seek. It's a dangerous road ahead if you want to reach the front lines, and you don't even have an access pass. Your access pass? Just you two? Die meisten dort kommt mit uns. Thank you for your help. I really appreciate it. I intend to leave the city with them, and they have agreed. Will it be an issue for you? Bitte. Well, it says you have the highest level of access. So, no procedural issues here. Honestly, he could lead an entire troop out of the city with that access pass. And no one would question it. Los geht's. Sure. Okay. Jetzt haben wir auch ihren Namen gesehen. Jan. Chin? Ja. So, you're looking for the relative of a veteran. And you believe he's in the... Mm-hmm. Exactly. According to what I've gathered, Mr. Zhongye's grandson is very likely in the Desert Rock. Thanks to your help, I can finally leave the city to find him. Gehen wir zusammen. So, jetzt will ich dich aber als meine Einheit haben. Schade, nicht bekommen. Gut, Leute, 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 was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Sind was Neues dazugekommen? Nee. Wieso leuchtet das dann auf? Seltsam. Was haben wir noch? Tutorials, Datenbank, Datenbank, ja. Ah ja, genau, das wollte ich euch nochmal zeigen. Datenbankstufe. Und hier gibt es dann die Möglichkeit, bis Level 20 aufzusteigen. Und für jede Stufe gibt es natürlich auch wieder Belohnungen. Und die Rarität der Echos wird damit bestimmt. So habe ich das verstanden. Ja. Genau. Und hier kann man Sets freischalten. Was richtig nice ist. Wir müssen eh alle einzelnen Echos einsammeln. Das ist sehr wichtig.
Und mit den Sets gibt es dann auch irgendwie. Das ist so wie Artefakte. Wenn man die anlegt, bekommt man hier einen Bonus. Es gibt ein 2er und ein 5er Set. Voll geil. Richtig geil. Macht schon Spaß. Komm her! Ich will dich töten! Los, Leiche halten, jawohl. Zack. So, die Ressourcen sammle ich noch nicht ein. Weil es könnte sein, dass ich da noch Geiz aufnehme. Für bestimmte Einheiten, die man mit diesen Ressourcen leveln kann. Aber kommt alles You don't look like soldiers. Why are you here? The frontliners are right up ahead. I am Yang Yang, an outrider of the Midnight Rangers. A missing person. Ju Yan. The one you're looking for. Is he an average person? Not a resonator, I suppose. Yes. Have you seen him? Is he all right? I met him once. He's not officially enlisted, but he seemed determined to join us. He's been secretly following our troops since last year. I think a quartermaster of the rear guards escorted him away, so if he's not in the city, he must be in the rear guards camp. He can't be anywhere else. The actual front lines are right up ahead, and we, the Midnight Rangers, would never allow. Thank you. Now, if you're heading that way, on your way there, you should run into two detection beacons. They sure. Aber doch gerne. I'll send the coordinates to. So, wie heißt die Quest? Ab und zu mal schauen. Benutze den Sensor, um die Portion zu bestätigen. Halte Tab, um die Ausstellung zu. Oh, okay. Sensor, da ist das Ding. Ja, ah, man kann es dann einstellen. Okay, verstehe. Haben wir den Sensor drin? Das Sensormodul in der Ausstattung hilft für voll Inhalte in der Szene auszudecken, wie zum Beispiel Sammelobjekte, Schwachstellen der Feinde und so weiter. Sehr schön. Das gefällt mir. Haben wir hier noch so? Was ist da oben? Okay, wir haben die Map noch nicht freigeschaltet. Nutze Sensor, um die Partition zu bestätigen. Okay. Hier. Verstehe. So müssen wir dann laufen. Crazy. So, hier ist eine Truhe. Die kann man aber noch nicht mitnehmen, weil wir hier etwas freischalten müssen. Wie funktioniert das? Trainingspuppe. Ein allgemeiner, vielseitiger Trainingsmechanismus. Finde und triffe alle Mechanismen, um das Training abzuschießen. So, zack, einmal. Zweimal. Drei müsste dann irgendwo hier sein. Zack. Und dann kriegt man die Truhe. Geil. Geil, 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 geil. Ja, das sind wieder diese Räuber, Alter. Am Ende sind es Schatzräuber. Das Gänchen Impact irgendwie geflohen. Er hat keinen Bock mehr gehabt, sind hier reinkommen. Oh, nothing really. You see, we're just on our way south to this. Excuse me, about this detection beacon. Run, everyone! Okay, da ist etwas faul. Was macht die denn? What happened? Do you need help? The battles are getting real bad up north, and we couldn't live there anymore. We ain't eaten in ages, and we're broke. Then we found some expensive-looking stuff here. Now that the military's out there fighting, and no. A damage detection beacon might result in a sudden TD. Our frontline troops would face attacks from both sides. We ain't got the time for that. If we don't steal, we'd. You shouldn't be stealing public property. There's still some distance from here to Jinzhou City. Here, you can have my flatbreads. Oh, and here's some money.
This should be enough for you to reach the city. Uh-oh. You're giving us all of these? Thank you. Thank you. Na, stimmt nicht. Hey, you! Come over and say thank you before you eat. It was nothing. Master once told me, the sage takes care of all men and abandons none. Irgendwas stimmt trotzdem nicht. Ich glaube, das ist ein Räuber. War klar. Ja, Räuber. Der ist dreckig, ne? Wir helfen denen und die greifen uns an. Besiege die Exilanten. Oh, wir haben eine neue Einheit zu probieren. Die vier. Nice. We're begging you, stop. We surrender. Take us in. Why did you attack us when I already gave you food and fun? Weil sie dumm sind. Do you have other mouths to feed aside from? They seem trained. Of course, we're ordinary people. We just joined the exiles recently. We've done some wrongs. I tried to run from the patrollers and left the city, but dang, didn't know the battles up north were so crazy. Then we ran out of food and cash halfway, so we turned to thieving. We ain't got the balls to rob the army, but with stuff just sitting around. Hey, since you're being so generous, how about you throw a little extra cash our way? Wait. What I gave them was enough for them to make it to Jinzhou. I used to travel alone when I left my master. I know how much it takes. Hey, what's wrong with you, girlie? It won't hurt to give us more. Was für ein unhöflicher Mensch. He who knows he has enough is rich. You don't understand, girl. You don't make money very easily at a time like this. I came from a seclusive place, learning the ways of the world from scratch. If you really can't find any job in the city, come to Liu Xian Tea House and ask for Jian Xin. I will gladly help you search for jobs and work. Will auch arbeiten im Teehaus. Fine. Hurry, move. Let's get out of here. No, I wasn't trying to. Ugh, quite the shop. Is this the only? Heck yeah. The first one we were trying to. Really? Then why does that one over there seem broke? That ain't got nothing to do with us. It's been that way for ages. Plus, we. I see. You, the military's base is not far from here. Shall we fix the beacon? Okay, Teste, Sonata hat die Gruppe verlassen. Reparieren wir das mal. Reparatur. Vervollständige der Entschlüsselung, indem du die gleiche Farbe verbindest. Aha. Aha. Warte, wie geil ist das bitte? Zack. Easy aber. Aber trotzdem geil. Okay, wir sollen jetzt dahinter. Kann man da hin teleportieren? Nein, ne? Zu weit weg. Okay. Mal weiter geht's. Was ist das hier unten? Sieht so interessant aus. Sieht aus wie eine Sphäre. Ist eine Sphäre, oder? Ja. Selbst wenn du auf eine einzige Dimension die X-Achse beschränkt bist, musst du in die richtige Richtung weiter vorwärts gehen. Wille der Flachen. Einzelherausforderung. Komm, let's go. Was ist das? Oh, ich bin so aufgeregt. Aha. Hi. Hey, wie hast du so einen versteckten Ort gefunden? Möchtest du es auch versuchen? Was versuchen? Bist du zufällig hier gestolpert? Da du nichts weißt, dann kehre um. Es lohnt sich, dich dein Leben in Verwirrung zu verlieren. Bitte erkläre weiter. Hm, nicht schlecht, du bist vorsichtig. Ich bin sicher, du hast es gehört. Ich warte hier schon seit Jahren auf jemanden, der mich besiegen kann. Der Weg vor uns ist gefährlich, voller Fallen und stellt die Geschicklichkeit auf die Probe. Wenn du es schaffst, die Ziellinie vor mir zu erreichen und das mit all deinen Gliedmaßen intakt, dann... Was wirst du dann tun? Hm, wir können reden, nachdem du mich besiegt hast. Ich kenne dich direkt gut, also lass dich vor. Okay. Oh mein Gott, let's go! Oh. In welche Richtung? Rechts, links!
Okay. Was? Was für ein Ding? Was? Ich muss es richtig üben. Wie komme ich hoch? So. T. Nein. Let's go. Es muss über 40 Sekunden Zeit übrig bleiben. Haben wir das noch? Ansonsten würde ich neu starten. Nein! Nochmal von vorne. Yes. Nochmal. 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 Zack. Jawohl. Habe ich alles? Waren es 40 Sekunden? Nee, war nicht, ne? Ich mach's nochmal. Nicht schlecht. Lass uns nochmal versuchen. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Also, das ist ja richtig geil, Leute. Das ist ja richtig geil. Also am besten, also ich bin ja an der Tastatur, die Maus liegen lassen und die Hand, die rechte Hand auch auf die Tastatur, damit ihr schnell T drücken könnt. Weil Maus benötigt ihr gerade gar nicht. Ja, Mann, so läuft das. Also linke Hand auf der Tastatur und die rechte auch, dann funktioniert das. Mann. Komm. Oh mein Gott, ist es knapp. Jetzt haben wir es aber geschafft. Jawohl, alle Belohnungen. Easy. Hat man noch 8 Sekunden Puffer gehabt. Und so perfekt habe ich es auch nicht gemacht gehabt. So, zack. Zack. Und zack. Lohnt sich also. Raus mit uns. Es ist eine Einzelherausforderung. Die Sphäre kann man also danach schon betreten, aber bekommt keine Belohnung mehr. Kennen wir auch ein Ding. Genshin Impact. Wenn wir es jetzt anschauen, werdet ihr gleich sehen. Keine Belohnung mehr. Ja. Aber wieso ist es nicht abgehakt? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die Belohnung schon erhalten. Hier neue Einheiten. Kämpfen wir die mal. Schaden. So, absorbieren. Geodisau hier. Let's go. Da oben ist wieder so ein Teleportationspunkt, das die Map freischaltet. Oh, was ist denn das? Besondere Feinde. Der ist doch stark, oder? Stark, oder? Die werden trotzdem besiegt. Neue Trophäe, Meister des Schadens. Oh mein Gott! Okay, heil. Big Dicks, okay, zu stark. Egal, ich will trotzdem mal ein bisschen versuchen. Aus Spaß. Rejuvenating snow. Transmitting frequency. Ah, okay. Du heilst sogar. Was, wenn ich den fertig bekomme? Wir sind gerade mal Stufe 3 oder 5 da. Das ist schon krank. Jawohl. Zack. Glückliche Start, neue Trophäe. So, machen wir den fertig jetzt. Bam. Oh. Das war gefährlich. Heilen wir uns. Come on. Mein Werdisch. Ich will auf Abstand bleiben. Schon geil. Okay, jetzt Achtung. Oh nein, ich bin gestorben. Alter, der hat nicht mehr so viel Leben. Komm, bitte. Du darfst nicht sterben, Alter. Bitte. Oh mein Gott. War das knapp.
absorbieren. Liebe Toten verlassen Autos. Alter. Verwandle dich in Karapax und wie mit der Angriff ausführen, die Aeroschaden verursachen. Nice. Datenbankstufe erhöht. Absorbiere Echos, um die Datenbank hochzunehmen. Je höher die Stufe, desto höher die Abwurfrate von Echos und die höhere maximal absorbierbare Realität von Echos. Einige besondere Feinde auf Solaris 3 sind außergewöhnlich brutal und schwer zu besiegen. Nutze gegen Angriffe, Ausweichung oder Intro-Skills, um ihren ebenen Schaden zuzufügen. Es ist erwähnenswert, dass diese besonderen Feinde mit ihren Sollphasen nicht stärker werden. Wenn sie jetzt schwer zu besiegen sind, überlege deine Charaktere zu verbessern. Okay. Nice. Geil. Ich hab, ja, zwei Einheiten verloren, aber egal. Was ist denn das? Schrankenfalle. Die Explosivladung ist eine heftige Explosion, also wenn sie angeregt wird. Nachdem die Ausstattung freigeschaltet ist, kannst du den Levitator führen, um die Explosivladung auf den Ästen zu greifen. Okay. Nachdem du eine Explosivladung aufgenommen hast, kannst du sie werfen, um eine Explosion auszulösen. Okay. Ah, verstehe. Das ist ja geil. Wir brauchen das hier. Zack. Dann kann ich es da hinwerfen. Und dann brennt es. Geil. Geil. Reparatur. So, jetzt kann es schwieriger werden. Es ist aber immer noch einfach. Zack. Repariert. Boah, das Spiel ist brutal, Leute. Das Spiel ist brutal. Gefällt mir sehr. This is my first time on a battlefield. It feels so different here. Ich möchte gerne hier einen Teleportationspunkt aktivieren, damit ich auch heilen kann. Schon wieder 32 Minuten rum, Alter. I know another shipment of supplies has just arrived. I've confirmed it, but it's not nearly enough. We must reach out to the city again and demand more supplies immediately. But the approval process is going to... Tell them it's an emergency. We are working around the clock here. Any delay can mean I'll talk to them if you can't make them listen. Now go. Move. What is it? What? You new here? Are you back? Wait, you don't look like one of us. I am Yang Yang, an outrider of the Midnight... Excuse me, one moment please. Careful! This chest holds vital medical supplies. If the wounded return and find no... An outrider. So, you were part of the backup force, right? Now, I've got wound... Oh, sorry. Have to answer this. Yes? What is it? An overclocked resonator. I'm sorry. The wounded soldiers are being sent back from the front lines. We need someone to escort them to the medics, but I've got to deal with the... What exactly do you... Just make sure they are safe. The medics will take care of their... Thank you. It's so busy here. It looks like... Things are always like this in the rear. The frontline soldiers focus solely on battle supplies, medical care, equipment maintenance, personnel management, and logistics. They must... So this is what a real war looks like. Most people would never have the chance to witness any of this. It's natural for you not to know. I think this is exactly what our military strives for. To ensure peace and safety for a citizen. Okay. Hilft den verletzten Soldaten, hilft den verletzten Soldaten. Okay. Dann helfen wir den verletzten Soldaten mal. Im Süden. Was sollen wir machen? Die Kitzen oder was? Sind ja von meinem Arzt geworden. Hilfe. Are you alright? I'm okay. I'm just so. It's okay. I'm. I'll go find a medic. Ja, wow. Bei dem auch, oder was? Like I said, please calm down. You're... That's barely a scratch. That's... Stop squirming, will you? Please hold him still for me. Sure. Thank you for your assistance. You must be tired. They look badly. Don't worry. They've received proper treatment now. They'll recover in time. Thank you. I've heard from veterans that soldiers used to be ordinary people, not resonators. The battles were brutal even back then, with the stench of blood lingering through the rain. But things have improved.
Each injury represents countless tacit discords eliminated by our brave soldiers. Resonators in the Midnight Rangers are incredible warriors. Those who have to retreat from injury must have already taken out hundreds of enemies. They are the ones keeping our people safe. What I've pleased, don't put it like that. Without your help, we couldn't have helped. Now that they're all safe, you should go and take... Thank you. May I ask where the quartermaster is? The quartermaster isn't here. He's on the floor above, directing munitions distribution. Rover, where are we going next? Here are some recipes for dietary supplements from my sect. They might... Oh, great. You have... Ich will auch Rezepte haben, hallo? So, eine Sekunde. Gibt's hier was? Nö. Dann mal hoch. Aufzug. Zack. Ich habe halt einfach nur 207 Lebenspunkte, ne? Ich muss auf jeden Fall heilen gleich. Hier, das Ding müssen wir aktivieren, damit wir auch heilen können. Aktivieren? Heilung abgeschlossen, sehr schön. Stück für Stück aktivieren wir die Map, Leute. Mal gespannt, wie viele Quests wir auf diesem Stück noch haben werden. Das ist schon, also es ist schon riesig, ne? Es ist schon riesig, Alter. Werden wir einiges zu tun haben, die nächste Zeit. Have you confirmed the inventory? What about a spare list? Sort out the consumer. You deliver this list to Asher. You're not Ewa. Where is she? What do you need? Excuse me. I'm an outrider of the Midnight Rangers. This is Rover, and this is Master Tianxing, who came here to look for someone. Master Tianxing, willst du zuerst nach Xiyuan suchen? Sure. Please excuse me. Wir treffen uns mit dir. What are you doing? Oh. Please excuse me. Thought that was a grenade. Is this a mangosteen? Yeah. Okay. Das habe ich gerade nicht verstanden. Wir haben einfach nur Danke gesagt. Hä? Master Tianxing, have you found the person you're looking for? Yes. I found Zuyin. We will return to the city with the logistics team. We will go find Mr. Zhongye to let him know he is safe. I heard you two still have other matters to attend to. It's my great pleasure to have met you. Spat, liebe süße Maus. Gut, besprich deinen Plan mit Yang Yang. Us running into Master Tianxing was a one-off incident. If the mangosteen indicates something about war, what have you thought of some... I think. So, Madam Magistrate, once if those tacit discords break through our defenses, it would be a disaster. We haven't reached the front lines yet, but I can already smell the iron in the air. I sense tension and unease. Our soldiers stationed... Irgendwie, irgendwas stimmt mit dieser automatischen Funktion nicht, Leute. Es bricht manchmal zu schnell ab. Aber egal. Wow. Oha. Ist das in uns? Sieht das gerade in mir. Boah, der ist geil, Alter. Der ist brutal. Ja, ich brauch den.
Boah, geil! Direkt Werbung machen für den. Damit man den auch auf jeden Fall pullen will. Also mich haben die schon. Mich haben die schon gecatcht, die Drecksäcke. Aua. Oh, wie stark, Mann. Die sind auch künstlich stärker gemacht haben. Naja. Wir müssen ja auch Geld verdienen, ne? Wo ist das Ding? Wo ist der hin? Hallo? Meine Fähigkeit ist einfach draufgegangen wegen dem. So unnötig. Konter-Skill, okay. Oh oh, oh oh. Ich will schon aufpassen. Oh mein Gott, ich wollte ausweichen, hat nicht funktioniert. Hab dich. Oh mein Gott, wie stark ist der bitte? Lecco mio. Ausflug-Effekt, was ist denn das? Hören wir gleich an. Mann. Nee, der ist einfach Stufe 42 halt, ne? So sehen wahrscheinlich die Gebietsbosse oder Wiki-Bosses aus. Einmal drei Köpfe. Mann. Komm, fertig machen. Oh. 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 Zack. Hab dich gleich. Hab dich gleich, komm. Und nochmal. So, easy. Und ciao. Geil. Die Kämpfe sind geil. Ich hatte eine Vision. I was worried. You just stood there and gazed into the distance. You were unresponsive when I tried talking to you. What did you see? It felt as if I was seeing through the eyes of a tacit discord. I think I saw what was happening in the Norfall Barrens. A woman in red who can control the tacit discords. Could it be one of the Fraxitas? Your vision. It might be what was happening on the battlefield, not the battle itself, is a clear sign of an the streams from the Norfolk Barrens feel more suffocating than ever. Rover, something on that battlefield must be connected to you. Though we have resonate with tacit discords. Rover? According to Baja, the leaves showed residual fluctuations of tacit discords. Those fluctuations pointed to a certain set of coordinates. And that is Siege Village in the Central Plains. Hey, Quest abgeschlossen. Ich habe 44 Minuten voll gemacht, Leute. Oh mein Gott. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir im nächsten Video weitermachen. Goals and plans. Those voices in the streams become clearer. Rover, perhaps you can give it a... Befallenes Blatt. Okay, neue Trophäe. Und wir haben wieder neue Quests. Eine Handbuchsfreigestalt F2, um Kampftraining zu sehen. F2? Skilltraining, Grundtraining. Ah. Wow. Meister Resonator Skills in den Simulationen. Und dann gibt es auch noch Belohnungen. 1, 2, 3, 4, 40 mal hier. Und hier nochmal 40. Was haben wir hier?
Okay, hier sind die Echos, die wir schon teilweise gefunden haben. Und welche Belohnungen die droppen. Voll cool. Sehr schön. Gut, wie gesagt, wir sind durch. Im nächsten Video geht's weiter. Immer noch Kapitel 1, aber Akt 3. Zuschauen, bis demnächst. Ciao, ciao.